06 ist damit abgelehnt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 5276, zeitgemäß Evaluationskultur für Wirtschaftsförderungsprogramme aufbauen, Wirksamkeit und Transparenz sicherstellen. Ich öffne die Aussprache und teile für die Fraktion der Piraten dem Kollegen Schwert das Wort. Ja, verehrte Kolleginnen und Kollegen, diejenigen, die jetzt an diesem Tagesordnungspunkt nicht so ein besonderes Interesse haben, bitte ich den Plenarsaal möglichst geräuschlos zu verlassen, damit der Abgeordnete Schwert seine Ausführungen machen kann. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und am Stream, die Landesregierung betreibt mit über 300 Millionen Euro Wirtschaftsförderung in diesem Land. Viele geförderte Projekte klingen auf den ersten Blick gut. Einige Prioritäten würden wir Piraten natürlich anders setzen. Doch sind diese Förderprogramme wirklich effektiv? Wie kann man innovative kleine und mittlere Unternehmen am besten unterstützen? Auf welche Weise lassen sich strukturschwache Gebiete am besten fördern? Und bei welcher Förderung müsste man nach ein paar Jahren bei ehrlicher Betrachtung sagen, außer Spesen nichts gewesen? Auf all diese Fragen gibt es viel zu selten wirklich qualifizierte Antworten, bescheinigen uns die Experten. Natürlich schreibt die Verwaltung viele tausend Seiten über Förderprogramme. Es mangelt nicht an der Quantität von Evaluieren, es fehlt an der Qualität. Denn was fehlt, ist oft die fundierte wissenschaftliche Grundlage. Experten nennen das, ich muss das gerade nachlesen, empirisch-kausal-analytische Studien, die erst die Aussage zulassen, schneiden die geförderten Unternehmen wirklich besser ab als eine Vergleichsgruppe von Unternehmen, die keine Förderung bekommen haben. Ist das Geld richtig investiert oder gehört es vielleicht in ein anderes Segment? Ist die Investition nachhaltig? Als Abgeordneter denke ich mir oft, die derzeitigen Evaluationen sind nicht kritisch genug. Das hat natürlich seinen Grund. Warum sollte die Landesregierung Gutachten in Auftrag geben, die bescheinigen, dass die eingesetzten Mittel nicht so effizient eingesetzt worden sind? Und in anderen Fällen werden nicht genehme Gutachten einfach nicht veröffentlicht. Das muss sich ändern. Alle Gutachten müssen grundsätzlich öffentlich sein. Zu oft werden Förderprogramme nur qualitativ evaluiert. Und das läuft so. Diejenigen Unternehmer, die Gelder bekommen haben, werden gefragt, ob sie zufrieden sind mit dem Programm. Klar, die werden sich bedanken und das prima finden, dass man ihnen Geld geschenkt hat. Allein das abzufragen und sich anschließend auf die Schulter zu klopfen, wie toll man Wirtschaftsförderung betreibt, ist ein bisschen sehr anspruchslos. Der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums hat sich vor kurzem mit genau dieser Frage beschäftigt. Angelehnt an dessen Gutachten wollen wir mit dem vorliegenden Antrag zeitgemäße Evaluierungsstandards für unser Land einführen. Dabei geht es nicht nur um Fragen der Methodik, es geht auch um Transparenz und politische Kontrolle. Denn nur wenn aussagekräftige, objektive Analysen vorliegen und einsehbar sind, können wir Abgeordnete unserer Kontrollfunktion gegenüber der Landesregierung überhaupt erst nachkommen. Ich hoffe auf eine konstruktive Debatte in den Ausschüssen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert. Für die SPD-Fraktion spricht Frau Kollegin Müller-Witt. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sie haben das eben sehr schön schon ausgeführt. Sie haben ein Gutachten übernommen vom Wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums aus dem September 2013. Daraus haben Sie auch gar kein Hehl gemacht. Aber aufgegriffen haben Sie es eigentlich auch nicht. Nein, die Piratenfraktion hat es sich zu eigen gemacht. Das ist wohl am ehesten die richtige Beschreibung, denn anders lässt es sich nicht erklären, dass weite Passagen des Gutachtens teils wörtlich übernommen worden sind. Das heißt, die heutige Befassung mit dem Piratenantrag ist genau genommen eine Befassung mit dem erwähnten Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates,
des damaligen Bundeswirtschaftsministeriums und dem Ansinnen der Piraten, die Forderungen, die dort aufgestellt worden sind, zu übernehmen. Und deswegen gilt es in den weiteren Beratungsrunden, die Empfehlungen, die dort aufgestellt worden sind und die Sie wiederum übernommen haben, auf Ihre Übertragbarkeit auf die Evaluierung von Wirtschaftsförderungsprogrammen des Landes Nordrhein-Westfalens zu diskutieren. Dabei ist zweifelsohne der Ansatz des Wissenschaftsbeirates sehr interessant. Was kann man auch anderes dazu sagen? Es sind ja schließlich die hochkarätigen Wirtschaftswissenschaftler unseres Landes. Bei der gegenwärtig geübten Praxis zur Evaluation von Wirtschaftsförderungsprogrammen in NRW werden, wie in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Piratenfraktion beschrieben, je nach Art und Umfang der Förderung unterschiedliche Methoden der Evaluierung angewendet. Und es wird nicht so einfach damit umgegangen, wie Sie es eben versucht haben darzustellen. Diese Evaluierungspraxis ist orientiert auch an den Vorgaben des Landeshaushaltsordnung. Da überdies bei zahlreichen gemeinschaftlichen Förderprogrammen, und die finden sehr häufig statt, die Evaluierung nicht nur in der Verantwortung des Landes liegt, sondern auch von den vom Ministerium in der Kleinen Anfrage dargestellt, hier Vorgaben des Bundes und oder der EU mit berücksichtigt werden müssen, ist eine wie im Antrag gefordert einseitige Festlegung des Landes auf der Grundlage des Sachverständigengutachtens gar nicht möglich. Des Weiteren wird zu debattieren sein, in welchem Verhältnis der beantragte Aufwand der von den Piraten vorgeschlagenen Methoden der Evaluierung zu dem gewünschten Effekt der Transparenz des Fördereffektes steht. Insbesondere die Forderung nach einem Forschungsdatenzentrum für Evaluierungsdaten, aber auch der Aufbau einer eigenen, fachlich vom Ministerium unabhängigen Organisationseinheit wird zu einer deutlichen Ausweitung der administrativen Kosten künftiger Förderprogramme führen. Außerdem wird die jeweilige Vorschaltung eines Wettbewerbsverfahrens zur Ausschreibung der Evaluationsstudien die zeitnahe Überprüfung von Wirtschaftsförderungsprogrammen verzögern. Es stellt sich also die berechtigte Frage, ob die Effektivität der vorgeschlagenen standardisierten Evaluationsverfahren auch für alle Arten und Größen von Förderprogrammen, aber auch die Effizienz es rechtfertigt, generell zu der von den Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates vorgeschlagenen Evaluation zu wechseln. Und damit bin ich am Anfang Ihres Antrages. Es gilt, und da möchte ich Sie selber zitieren, bei der Bewertung der gemachten Vorschläge, damit meine ich jetzt Ihre, ebenfalls eine Wirksamkeitsprüfung im Hinblick auf Effektivität erreicht eine Maßnahme ihr Ziel und Effizienz, welche Maßnahme erreicht ihr Ziel zu den geringsten Kosten, vorzunehmen. Und eben genau das muss bei diesem Antrag auch gemacht werden, Herr Schwert. Genau, ich hatte meine Brille noch hier oben. Darauf wird es ankommen. Wir werden überprüfen müssen, ob Ihr gemachter Vorschlag es überhaupt rechtfertigt, dass die Effizienz hinterher und die Effektivität größer sind als bei dem gegenwärtigen Verfahren. Und eine letzte Bemerkung. Die Vorstellung, die generelle Vorgabe dieser Evaluationsmethoden auch für alle anderen Bundesländer, dem Bund und der EU, hier vorzugeben, das ist natürlich ein Wunschdenken, und das Wunschdenken der Wissenschaftler kann man ja nachvollziehen. Für sie wird es hinterher hinsichtlich der Vergleichbarkeit solcher Studien sehr viel einfacher sein, wenn man diese Methoden anwendet. Ob das für unser Land das Beste ist, das ist nicht unbedingt gesagt. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller-Witt. Für die CDU-Fraktion spricht nun der Kollege Dr. Bergmann. Sehr geehrter Präsident, ich wollte mich erst noch vergewissern, bevor ihr getauscht habt. Meine Damen, meine Herren, laut dem vorgelegten Antrag der Piraten stehen in Nordrhein-Westfalen 2014 nach Abzug der Verwaltungskosten und der institutionellen Förderung 309 Millionen Euro für Wirtschaftsförderung zur Verfügung. Auch wenn es nach unseren Berechnungen jetzt etwas 314 Millionen wohl sein werden, bleibt die Summe somit eigentlich relativ gering. Schließlich gibt unser Bundesland bei einem Gesamtetat von mehr als 60 Milliarden Euro
damit gerade einmal 0,5% seiner Haushaltsmittel für die Wirtschaftsförderung aus. Nicht viel, wenn man bedenkt, dass NRW beim Wirtschaftswachstum anderen Bundesländern hinterherhinkt und Mittel vielleicht auch nicht richtig eingesetzt werden. Denn nach Berechnungen von McKinsey hatte zum Beispiel Bayern zwischen 2000 und 2012 ein um 8 Prozentpunkte höheres Wirtschaftswachstum als Nordrhein-Westfalen. Würden wir diese große Wachstumslücke schließen, hätten wir nur dadurch jährlich etwa 3,2 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen für Land und Kommunen zur Verfügung und 300.000 zusätzliche Arbeitsplätze könnten im Land geschaffen werden. Herr Borjans wäre dann, wie wir alle, glücklich und die Schuldenbremse wäre selbst für Rot-Grün kein Problem mehr. Und das will ja schon was heißen. Für uns ist klar, Nordrhein-Westfalen braucht mehr denn je eine kluge Wirtschaftspolitik, die wirtschaftliche Entwicklung fördert und unterstützt und nicht ständig durch bürokratische Zusatzhemmnisse behindert. Und NRW braucht eine Politik, die Wachstum auslöst und forciert. Ein zentraler Baustein dafür ist sicherlich die Wirtschaftsförderung des Landes, die, und da stimme ich den Piraten zu, effektiv und effizient zugleich und gleichzeitig auch nachvollziehbar und kontrollierbar sein muss. Denn wenn wir schon nur so relativ geringe Mittel für die Wirtschaftsförderung bereitstellen, dann müssen wir wenigstens dafür sorgen, dass diese Gelder auch wirksam eingesetzt werden. Es ist daher vom Grundsatz her richtig, die vorhandenen Evaluierungsinstrumente zu prüfen und bei Bedarf neue Wege bei den Programmen zu gehen. Allerdings haben wir an der einen oder anderen Stelle noch Beratungsbedarf. Schließlich stammen etwa 70% der Fördermittel aus dem EFRE und dieser wird ja bekanntlich europaweit evaluiert. Das berücksichtigen Sie in Ihrem Antrag unserer Sicht viel zu wenig, denn Doppelausgaben bei dieser schlechten Haushaltslage wollen Sie ja wohl auch nicht, oder? Hier stellt sich dann für uns natürlich auch die Frage, ob es sinnvoll sein kann oder wäre, ginge Nordrhein-Westfalen bei der Evaluation einen Sonderweg oder gar Doppelaufwände zu generieren. Um diese und weitere Fragen zu klären, da freuen wir uns auf die Beratung im Ausschuss und stimmen erstmal der Überweisung dahin zu. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Bergmann. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Schneckenburger. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, das ist jetzt schon ein bisschen sperriges Thema, das wir hier diskutieren, ganz kleines bisschen sperrig. Transparenz und Effizienz, sehr geehrter Herr Schwert, sind natürlich absolut wichtige Kriterien. Sie ersetzen aber übrigens das nur nebenbei, keine Richtschnur für politisches Handeln. Also die Frage soll dann schon noch erlaubt sein, welche wirtschaftspolitische Position eigentlich die Piraten in Nordrhein-Westfalen haben, jenseits der Einforderung von Transparenz. Das ist mir noch nicht so richtig deutlich geworden. Aber lassen wir das mal beiseite, sind bei Ihrem Antrag, der ja auch noch in den Ausschuss gehen wird. Sie sagen da, es gäbe zahlreiche Defizite bei der Evaluierung der Wirtschaftsförderung in Nordrhein-Westfalen. Wenn dem so wäre, müsste man dann sagen, okay, dann aber mal richtig ran. Denn in der Tat, Mittel des Landes sind immer knapp, dann muss man sie auch zielgerecht einsetzen. Also dieses Wort zahlreich, da hat man ja schon so das Gefühl, oha, jetzt kommt aber was bei den Piraten im Antrag und dann zeigen Sie uns, wo hier nicht genügend evaluiert wird. Dann verweisen Sie aber auf Ihre kleine Anfrage. Das ist sozusagen der Beleg für Ihre These, es müsste stringenter, deutlicher evaluiert werden. So, und dann zeigt sich, dass da so relativ viel Ahnung statt Wissen in Ihrem Antrag ist. Ahnung und Allgemeinwitze, weil Sie belegen eigentlich auch nicht, wo denn jetzt dieses Evaluierungsdefizit ist, sondern Sie verweisen auf eine Anfrage, die genau das Gegenteil belegt. Also, was sagt, haben wir mal gelesen, die Antwort auf Ihre kleine Anfrage aus. Sie sagt aus, erstens, es gab mehrere umfangreiche Auswertungen von Wirtschaftsförderungsprogrammen durch Hochschulen wie die Universität Lüneburg. Bei der Meistergründungsprämie beispielsweise, die TU Dortmund hat bei der Evaluation des RWP im gewerblichen Bereich jedenfalls segensreich gewirkt. Das Ziel-2-Programm wird evaluiert, so jetzt für die Förderperiode 2007 bis 2013 dann natürlich. Jetzt frage ich einfach mal, wo sind die Defizite, die die Piraten hier zum Thema machen? Natürlich kann man Evaluierung immer noch weiter treiben.
Man kann noch mal drauf gucken. Ist alles okay. Vielleicht kommt man am Ende auch noch mal darauf, dass man an irgendeiner Stelle anders justieren muss. Aber ich finde, da muss es doch eine Zweck-Mittel-Relation geben. Gerade dann, wenn man argumentiert, dass es geringe und knappe Mittel gibt, dann muss man sich auch fragen, ob die Evaluierungskultur da nicht vielleicht noch evaluiert werden müsste und ob man da nicht zu viel des Guten tut. Also darum, dieser Ausschuss geht jetzt ja auch, dieser Antrag geht jetzt ja auch in den Ausschuss. Lassen Sie uns das da noch mal fachlich dezidierter diskutieren. Aber wir haben jedenfalls hohe Skepsis bei der Frage, ob das ein zielgerichteter Aufschlag ist, den Sie uns da vorgelegt haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schneckenburger. Für die FDP-Fraktion spricht der Kollege Bombis. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren. Grundsätzlich kann ich für meine Fraktion festhalten, dass der Piratenantrag und die Idee der Evaluation von Wirtschaftsförderungsprogrammen bei uns sehr positiv aufgenommen worden ist. Auch die Ansätze, die dort aus dem Bundeswirtschaftsministerium gekommen sind, halten wir in der Tat auch einer Erörterung für wert. Ich füge hinzu, dass für meine Fraktion es sicherlich auch mal interessant wäre, andere Bereiche der entsprechenden Evaluation zu unterziehen, beziehungsweise die Wirksamkeit des Einsatzes der Mittel in anderen Bereichen, um sie eben auch hier effizienter einzusetzen, also etwa im Gesundheitsbereich, im Sozialbereich. Das wäre vielleicht auch mal eine ganz spannende Geschichte. Aber heute reden wir hier über die Frage der Wirtschaftsförderungsprogramme und ich kann bereits jetzt ankündigen, dass wir natürlich der Überweisung in den Ausschuss zustimmen werden und uns auch auf die entsprechende Diskussion freuen werden. Ich möchte drei kleine kurze Anmerkungen machen, wo wir durchaus auch in dem Antrag, wie er jetzt vorliegt, kritische Ansätze sehen. Da wäre zum Ersten die von Ihnen ja immer gebetsmühlenhaft eingeforderte vorbehaltlose Veröffentlichungspflicht. Da haben wir schon noch etwas Klärungsbedarf, weil wir schon der Auffassung sind, dass das potenziell auch Schwierigkeiten auslösen könnte, zum Beispiel hinsichtlich einer möglichen, auch nur mittelbaren Offenlegung von Unternehmensstrategien oder anderen vertraulichen Informationen aus Unternehmungen. Da sollte man vorsichtig mit umgehen, aber möglicherweise ist das in der Richtung ja gar nicht gemeint. Da sehen wir allerdings noch Klärungsbedarf. Ein zweiter Punkt, den wir durchaus kritisch sehen, ist der in Ihrem Antrag formulierte Forderung nach dem Aufbau einer Behörde, einer unabhängigen Behörde. Auch wenn wir durchaus sehen, dass hier eine Unabhängigkeit existieren sollte vom Ministerium oder von der Landesregierung, glauben wir, dass was die Unternehmen in unserem Land in erster Linie nötig haben, ist weniger und nicht mehr Bürokratie. Und wir sollten verdammt vorsichtig sein, ob wir hier mit dem Aufbau von zusätzlichen Behördenstrukturen nicht auch noch mehr Bürokratie, mehr Berichtspflichten, mehr Berichtswesen den Unternehmen zumuten. Eine Verminderung der Bürokratie an sich ist schließlich auch schon Wirtschaftsförderung an sich. Und wir sind der Auffassung, dass es durchaus bei der Frage auch der Zielgenauigkeit und der Effizienz von Wirtschaftsförderung darum geht, gerade die kleinen und mittleren Unternehmen, die echten kleinen und mittleren Unternehmen, die diese Strukturen normalerweise eben nicht vorhalten, um umfassende Antragsverfahren für Förderung und Ähnliches mehr zu bestreiten, dass solche kleinen und mittleren Unternehmen eben in der Tat begünstigt werden von solcher Wirtschaftsförderung. Und deswegen sage ich drittens, dass die in Ihrem Antrag ja auch erwähnten, aber nicht weiter ausgeführten Beispiele aus dem Ausland wir uns in der Tat vielleicht auch zügig im Ausschuss mal präsentieren lassen sollten. Ich sage auch da ganz klar, wir halten es durchaus für sinnvoll, gegebenenfalls mit dieser Evaluierung zeitnah zu beginnen und der Überarbeitung dieser Evaluierungsgrundsätze, weil wir ja zum Beispiel auch das EFRE-Programm, erwähnen Sie ja auch, dort mit einbinden sollten. Ich sage allerdings auch, dass wir uns dann in diesem Zuge auch die Finanzierung solcher Programme im Ausland angucken sollten, weil auch hier müssen wir natürlich sehen, dass die eingesetzten Mittel im Verhältnis zu der Effizienz der eingesetzten Wirtschaftsförderungsmittel wiederum im Verhältnis bleiben. Insofern, ich habe es erwähnt, wir freuen uns auf die Befassung im Ausschuss
und sehen dem entgegen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bombes. Für die Landesregierung spricht nun Minister Dün. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, sicherlich ist richtig, dass zur Grundlage einer vernünftigen, vorausschauenden, einer guten Wirtschaftspolitik es gehört, Förderprogramme zu evaluieren, zu gucken, wie wirksam sind sie, wie effektiv sind sie, wie effizient sind sie. Wir haben, und darauf ist von einigen Vorrednerinnen und Rednern schon hingewiesen worden, dies auch in der Kleinen Anfrage vom 3. Dezember sehr ausführlich ausgeführt, dass die Wirtschaftsförderprogramme regelmäßig einer solchen Überprüfung auf Effizienz und Effektivität unterzogen werden. Nicht zuletzt, um eben die eingesetzten Steuermittel auch nachweislich vernünftig zu verwenden. Und Sie können davon ausgehen, sehr geehrter Herr Schwert, dass niemand an den Ergebnissen einer solchen Überprüfung ein größeres Interesse hat als zum Beispiel ein Minister, weil er nämlich genau das bezwecken will, möglichst sinnvoll, möglichst effektiv, möglichst zielgerichtet mit diesen Mitteln umzugehen. Was die Evaluierung selbst angeht, haben wir es dort natürlich mit einer wissenschaftlichen Diskussion auch zu tun. Die wissenschaftliche Forschung über entsprechende Evaluierungsmethoden ist eine sich ständig weiterentwickelnde und verändernde. Was wir aber hinkriegen müssen, und darauf hat die Kollegin Schneckenburger ja schon hingewiesen, ist eine vernünftige Balance zwischen dem, was wissenschaftlich Anspruch sein kann, und dem, was man praxisnah dann umsetzen muss. Eine Evaluierungskultur, die staatlich gelenkt schon festschreibt, dass nur bestimmte Evaluierungsmethoden dann noch zur Anwendung kommen, werden meines Erachtens weder der Effizienz, der Effektivität noch der Transparenz noch der Wirksamkeit wirklich gerecht. Wir haben heute schon eine ganze Reihe von Anforderungen, zum Beispiel durch die Landeshaushaltsordnung in § 7 Absatz 2 ist ja eine angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zwingend erforderlich. Und Frau Müller-Witt hat schon darauf hingewiesen, dass wir auch nicht ganz alleine sind, denn insbesondere dann, wenn es sich um kofinanzierte Programme handelt, sind die Regelungen des Bundes oder der Europäischen Union ebenfalls mit zu berücksichtigen. Worauf es mir ankommt, ist, dass alle Evaluationsmaßnahmen in einem Verhältnis zum möglichen Ertrag stehen müssen. Dass also die Wirtschaftlichkeit der Evaluierungsmaßnahme selbst auch immer nachgewiesen werden muss, weil sonst könnten wir natürlich ein endlos großes Paket schnüren, um sehr überschaubare Fördervolumen zu überprüfen. Dass diese vergleichsweise gering sind, darauf hat auch Dr. Bergmann dankenswerterweise ja hingewiesen. Und insofern ist eine Übernahme der Empfehlungen des Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, wie im vorliegenden Antrag gefordert, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht falsch. Es gilt auch hier der Grundsatz, Gleiches ist gleich zu behandeln und Ungleiches ist ungleich zu behandeln. Und aus diesem Grundsatz heraus, finde ich, sind die Dinge, die ich auch mit hohem Interesse wahrgenommen habe, die dort in Berlin aufgeschrieben worden sind, für uns nicht übertragbar. Zum Punkt Wirksamkeit und Transparenz noch zwei, drei Anmerkungen. Ich glaube, dass die Methoden einer entsprechenden Analyse auch den spezifischen Anforderungen aus dem Förderprogramm entsprechen müssen. So ist zum Beispiel eine Förderung für eine Infrastrukturmaßnahme anders zu evaluieren als eine Fördermaßnahme, die sich auf innovative Dinge befasst. Und über diese Dinge haben wir ja auch verschiedentlich im Ausschuss schon gesprochen. Was die Veröffentlichungen angeht, ist alles, was beim EFRE in der sogenannten Ziel-2-Förderung gemacht wird, öffentlich zugänglich. Sie wissen besser manchmal als andere, dass das Informationsfreiheitsgesetz Ihnen ebenfalls noch weitere Möglichkeiten gibt, auch nicht veröffentlichte Evaluierungen von sehr kleinvolumigen Förderprogrammen öffentlich zu machen und Ihnen zugänglich zu machen. Und von daher bin ich wirklich der Überzeugung, dass alle Daten und Informationen verfügbar sind, sodass man auch von einer umfassenden Transparenz der Evaluierungspraxis in Nordrhein-Westfalen sprechen kann. Letzter Satz. Den Eindruck zu erwecken, als würden wir Gefälligkeitsgutachten bestellen, um eine Bestätigung für die Förderpolitik des Landes zu bekommen. Diesen Vorwurf, den Sie so, naja, mehr oder weniger hier zum Ausdruck gebracht haben, dass man ja nur die fragen würde, die vorher das Geld gekriegt haben, so sinngemäß haben Sie es, glaube ich, hier formuliert. Diesen Vorwurf möchte ich mit aller Entschiedenheit zurückweisen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Minister Dünn. Ich habe hier keine weiteren Wortmeldungen. Wir kommen zur Abstimmung. Es wird Überweisung empfohlen an den Ausschuss Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk, federführend, sowie an den Haushalts- und Finanzausschuss. Wer stimmt dem zu? Als Gegenstimmen? Enthaltung ist nicht der Fall. Einstimmig so überwiesen. Tagesordnungspunkt 11 ist schon aufgerufen. Antrag der Fraktion der CDU.